Heute ist der 4.10.2020 und wir haben hier in Bielefeld nicht nur einen wunderschönen blauen Himmel, sondern auch den Internationalen Welttierschutztag. Und ich befinde mich hier gerade in Bielefeld-Bethel und zwar vor dem Dorf Sentana. Das ist eine Stiftung, die wirklich ganz beeindruckende Arbeit leistet und sich ganz intensiv für das Tierwohl einsetzt. Und ich treffe mich heute mit der Frau von der Heide und werde mit ihr mal über dieses wichtige Thema sprechen und euch nehme ich natürlich auch mit. So, ihr Lieben, jetzt bin ich hier schon im Dorf Sentana angekommen und ich muss sagen, ich bin wirklich total begeistert, was für eine Wohlfühlatmosphäre hier ist. Ich wurde hier gerade empfangen von der Mira und Mira hat sich bereit erklärt, mich gerade heute zum Welttierschutztag mal ein bisschen rumzuführen und das Dorf Sentana zu zeigen. Das ist nämlich ein Begegnungs- und Gnadenhof und wir sind hier gerade schon ein bisschen durchgeschlendert und ich muss wirklich sagen, hier ist eine ganz tolle, friedliche Stimmung und bin ganz gespannt, was die Mira jetzt über das Dorf Sentana so berichten kann. Und da würde ich natürlich eingangs erstmal die Frage stellen, oder vielleicht stellst du dich am besten einmal kurz vor und erzählst so ein bisschen über die Geschichte vom Dorf Sentana, wie das hier alles entstanden ist. Ja, sehr gerne. Also ich bin Mira, ich bin eine der zwei Leitungen hier im Dorf Sentana. Und das Dorf Sentana gibt es erst seit Ende 2017, also noch ganz jung. Es wurde alles neu gebaut hier und wir hatten so ganz viele Plätze für neue Tiere und wir haben unterschiedliche Tiere aufgenommen aus Tierschutzfällen und von Privatleuten, die die Tierhaltung aufgeben mussten. Und wir haben auch ein ganz tolles Angebot für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicap. Und das kombinieren wir alles mit unseren Tierschutztieren. Ja, richtig cool. Also wir von Hunter, wir unterstützen hier das Dorf natürlich auch ein bisschen. Und da ist natürlich für mich jetzt auch ganz wichtig, einmal zu sagen, wie kann man euch unterstützen? Ja. Auf was für Wegen? In allererster Linie sind wir angewiesen auf finanzielle Unterstützung. Also wir haben auch ganz tolle ehrenamtliche Unterstützung, aber da zum Glück haben wir da mal ganz, ganz viele tolle Anfragen. Da sind wir ganz gut ausgestattet mit tollen Ehrenamtlern. Und wir brauchen im Moment wirklich in erster Linie finanzielle Unterstützung. Am allereinfachsten ist es, wenn man über unsere Internetseite geht und einfach eine Patenschaft abschließt. Ab 5 € im Monat kann man sich ein tolles Tier aussuchen. Dann kriegt man eine Patenschaftsurkunde und wird zum jährlichen Patentreffen eingeladen. Fantastisch. Und warum das Dorf hier so unterstützenswert ist, das zeigen wir jetzt mal, indem wir jetzt einfach mal eine kleine Runde gehen hier, würde ich sagen. Ja, ich habe jetzt hier schon Ziegen gesehen, Kühe gesehen, Hunde gesehen, Hühner gesehen. Wie viele Tiere leben denn hier überhaupt? Ungefähr 60 Tiere haben wir mittlerweile, wobei ich aber jetzt jedes Tier mitgezählt habe. Jedes kleine Kaninchen und jedes Huhn. Dann kommen wir auf 60 Tiere. Genau. 60 Tiere, Wahnsinn. Und jedes Tier hat natürlich auch so eine eigene Geschichte, wie es hier dann gelandet ist irgendwo. Ja. Kannst du da vielleicht einfach mal so ein paar Beispiele nennen? Das ist sicherlich total interessant. Ja, wir haben natürlich auch Tiere hier, die auf nicht so spektakulärem Wege hierher gekommen sind, aber wir haben auch Tiere hier, die richtig um ihr Leben kämpfen mussten und wie zum Beispiel unsere Kuh Elsa, die war schon beim Schlachter, konnte abhauen, ist 10 Wochen durch ein Waldgebiet getigert, war halb verwildert, konnte dann eingefangen werden und ist so über Umwege bei uns gelandet und hier fasst sie so langsam wieder Vertrauen. Also Elsa ist eines der ersten Tiere hier im Dorf Sentana gewesen, aber sie ist doch sehr misstrauisch und hat sehr mit ihrer Geschichte zu knacken. Also kann ich mir das vorstellen, die ist wirklich dann geflüchtet quasi von der Schlachtbank in den Wald und ist dann da wochenlang umhergeirrt. Das ist ganz genau Wahnsinn. Weiß ich es nicht. Ich war natürlich nicht dabei. Aber so ungefähr muss es gewesen sein und dementsprechend sind wir natürlich auch nachsichtig damit, dass sie so ein bisschen zögerlich ist, was so die Kontaktaufnahme mit uns angeht. Aber hier hat sie die Freiheit, die sie braucht. Hier lebt sie in Kuhgesellschaft und ich glaube, dass wir ihr noch hier ein sehr gutes Leben bieten können, weil sie noch auch gar nicht alt ist. Also Kühe werden natürlich sehr jung geschlachtet, da sind die gerade mal ausgewachsen und jetzt hoffen wir, dass sie noch ganz, ganz lange uns erhalten bleibt und hier ganz alt werden kann.
Wahnsinn. Du hast eben gesagt, 100 Tiere leben hier knapp auf dem... 60 Tiere leben hier knapp auf dem Hof. Wie viele Leute kümmern sich denn hier darum? Das ist ja doch auch schon ein großer Aufwand, den Tieren hier dann auch gerecht zu werden. Ne? Ja, zumal die Tiere, die wir halt hier haben, wirklich besonderen Pflegebedarf brauchen. Also die meisten Tiere sind irgendwie alt oder krank, die wir hier haben. Also Elsa, die Kuh, war jetzt wirklich eine Ausnahme. Die ist jung und gesund, toi toi toi. Mhm. Aber die meisten brauchen wirklich eine ganz individuelle Betreuung. Der Tierarzt ist ständig da. Und hier tatsächlich arbeiten, tun, also in der Tierversorgung, 2 Festangestellte und dieses Jahr 3 Buftis. Also mit Buftis sind wir sehr gut ausgestattet. Ja. Das ist ganz klasse. Und dann gibt es ja auch den Freundeskreis. Vielleicht kannst du den mal einmal kurz vorstellen oder erklären, was ist das überhaupt? Also den Freundeskreis haben wir hier gegründet, bevor es den Hof überhaupt gab. Und die Idee war, dass wir Freundeskreismitglieder haben für die Sentana Stiftung, die im Monat 20,17 Euro spenden. 20,17 Euro passend zum Eröffnungsjahr 2017. man kann aber natürlich auch mehr spenden, gar keine Frage. Und diese Freundeskreismitglieder unterstützen uns von der ersten Stunde an mit ihrer monatlichen Spende, mit der wir halt kalkulieren können. Das ist für uns enorm wichtig, dass wir feste monatlichen Spenden haben, mit denen wir rechnen können. Ja, und da denke ich mir immer so, wenn man mal ganz ehrlich ist, wie häufig gibt man im Monat auch mal 20 Euro für richtig unnötige Dinge aus? Da denke ich doch immer, lasst uns das Geld doch lieber in die richtigen Kanäle leiten, wo es dann wirklich auch hilft. Und deswegen möchte ich das jetzt auch mal kurz als Aufruf nutzen, wirklich dieses tolle Projekt auch zu unterstützen. Jetzt machen wir mal einmal kurz einen kleinen Schwenk hier rüber. Vielleicht sieht man es, das ist die Elsa da drüben, oder? Nee. Oh, gerade war sie hier doch noch, oder? Gerade war sie hier noch. Elsa ist wunderschön braun. Wir können gleich noch ein Stück weitergehen. Die sehen wir bestimmt gleich noch. Vielleicht ist sie etwas kamerascheu gerade noch. Ja, genau. Die hat uns schon gesehen. Genau, heute keine Fotos auf den Sonntag. Die Stiftung hilft ja nicht nur Tieren, sondern auch Menschen. Das ist ja auch ein Begegnungshof. Was genau kann ich mir darunter vorstellen? Ja, also wir haben ganz tolle soziale Angebote. In erster Linie nennt sich das tiergestützte Förderung für Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicap und für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Und das machen wir so, dass eine Tierbegegnung stattfindet, die eben immer von uns begleitet ist. Und das ist für viele junge Menschen eine hervorragende Grundlage für Therapiegespräche beispielsweise. Durch den Kontakt mit den Tieren ist man direkt viel offener und vor allem auch durch das Kümmern um die Tiere fängt man auch vielleicht wieder mehr an, sich um sich selbst zu kümmern. Ja, ist ja interessant. Also das hat ja auch einen sehr aktuellen Bezug, finde ich. Wir merken jetzt ja bei uns in der Heimtierbranche, dass jetzt so im Zuge der ganzen Corona-Pandemie ja auch sehr viele Menschen sich halt auch ein Haustier zugelegt haben. Genau. Gerade weil viele Leute sind zu Hause. Das Thema Vereinsamung ist ja, denke ich, auch ein sehr aktuelles, relevantes Thema. Und da ist es sicherlich auch so, dass diese Nähe zum Tier da wirklich auch den Menschen emotional einfach wahnsinnig hilft, ne? Und die wieder aufbaut. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Finde ich total gut, diesen Ansatz, dass man hier nicht nur den Tieren hilft, sondern auch das Tierwohl einsetzt, um natürlich auch Menschen in schwierigen Lebenslagen dann zu helfen. Ja, also, genau. Ja, super. Jetzt müssen wir hier einmal gerade über den nicht elektrischen Zaun. Genau, wir haben hier nämlich auch eine kleine Begleitung. Genau, das ist unsere Gnadenhofhündin Sina, die lebt auch hier.
Ja, ich kann aber noch dazu sagen, also zu unserem sozialen Engagement, dass wir langfristig auch hier gerne erwachsene Menschen mit Handicap beschäftigen möchten. Da sind wir gerade dran, da arbeiten wir gerade dran. Wir schreiben ein Konzept und überlegen, wie wir das langfristig finanzieren können. Aber ich denke mal, da wird es auf jeden Fall hier im Dorf Sentana drauf hinauslaufen, dass wir hier auch erwachsene Menschen, junge Menschen mit Handicap an die Arbeit bringen und einen festen Tagesablauf ermöglichen. Super. Und wenn man euch einfach mal besuchen will, kann man einfach vorbeikommen oder wie läuft das? Fast. Ja, wir haben feste Öffnungszeiten mit dem Hintergrund, dass wenn wir hier Therapiesituationen haben, ist es schwierig, wenn gleichzeitig Besucher hier auf dem Hof sind. Ja. Und deswegen haben wir halt begrenzte Öffnungszeiten, wo sich die Leute im Idealfall auch dran halten. Und dann kann man hier gerne kommen. Wir haben einen kleinen Kiosk hier auf dem Hof. Da kann man lecker Waffeln, Crepe und einen super Kaffee genießen. Oder Kaltgetränke, wie auch immer. Und dann kann man hier auch ein bisschen Zeit verbringen. Ja, also ich muss echt sagen, ich bin zum ersten Mal hier. Und hier ist wirklich so eine tolle Stimmung. Das kann ich wirklich jedem genießen, sich empfehlen, sich das hier einmal anzuschauen. Vielleicht auch den einen oder anderen Kaffee zu genießen. Und jetzt stehen wir hier schon fast vor dem... Ich nenne es mal Hundehaus. Hundehaus, das ist schon richtig. Hundehaus, das ist schon richtig, ja. Genau, und das passt thematisch natürlich am allerbesten zu Hunter. Deswegen werden wir da, denke ich mal, auch noch einen kleinen Blick reinwerfen. Auf jeden Fall. Genau. Gibt es denn ja so bestimmte Kriterien, nach denen ihr hier ja schaut, welche Tiere hier aufgenommen werden? Oder geht es wirklich darum, auch erstmal allen zu helfen und einfach eine Station zu bieten, die um hier einfach aufgefangen zu werden? Ja, also wir würden natürlich super gerne allen Tieren helfen. Wir bekommen jede Woche Anfragen wegen aller möglichen Tiere. Wir hätten schon jeden Monat, glaube ich, 20 Minischweine hier aufnehmen können, die dann doch nicht mehr so mini bleiben. Wir bekommen ständig Anfragen wegen Hunden, wegen alten Hunden, die wir hier aufnehmen sollen. Wir können dann leider aus Vernunftsgründen nicht immer helfen. Einfach aus dem Hintergrund, dass wir gucken müssen, dass wir genug Platz für jedes einzelne Tier haben. Also die Tiere, die hier leben, die brauchen genug Platz in ihren Ställen, in ihren Häusern. Die brauchen genug Aufmerksamkeit von uns. Das ist enorm wichtig. Mhm. Und zu guter Letzt machen wir das auch von der Spendensituation abhängig. Also wir haben im Moment deutlich zu wenig Paten für unsere Tiere, also deutlich zu wenig Dauerspender. Und solange sich das nicht stabilisiert, sage ich mal, können wir auch keine weiteren Tiere aufnehmen. Du hast jetzt gerade Minischweine gesagt. Ja. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ist das, sage ich mal, auch so ein Trend, dass sich Menschen anfangen, kleine Schweine als Haustiere zuzulegen? Total, ja. Kann man das so sagen? Ja, das ist ein fürchterlicher Trend. Also irgendwie irgendwelche Promis laufen dann mit einem kleinen Ferkel an alleine durch die Stadt und dann denken viele Leute, dass sie sich auch ein Schwein holen müssen. Das Problem ist, wenn man irgendwie Minischwein oder Teacup-Schwein oder so mal in die Suchmaschine im Internet eingibt, dann sieht man eigentlich immer nur Bilder von Ferkeln und die Leute klären sich nicht richtig auf und vergessen, dass ein Schwein bis zum 5. Lebensjahr wächst. Und in 5 Jahren, egal welcher Rasse man angehört als Schwein, wächst man halt nun mal viel. Und im Durchschnitt wiegt ein Minischwein dann so 70, 90 Kilo. Und dann möchte man das auch nicht mehr unbedingt in der Wohnung haben. Mhm. Naja, und dann will man es abgeben. Oder es wird aggressiv, weil es geschlechtsreif wird oder sonst was. Also bloß kein Minischwein holen. Da ist ein Hund besser. Ist das überhaupt eine artgerechte Tierhaltung, so ein Schwein dann auch zu Hause zu halten? Ich meine, jetzt haben wir heute den Welttierschutztag, da ist das ja, passt das ja gut. Also die Haltung zu Hause, ich sag mal in der Wohnung, für Schweine ist weder artgerecht noch erlaubt. Also vom Tierschutzgesetz her ist das gar nicht erlaubt. Mhm. Also man darf mit Schweinen auch gar nicht spazieren gehen. Also es gibt die afrikanische Schweinepest so rum, die im Prinzip unsere ganzen Schweine, also auch die landwirtschaftlichen Betriebe, total bedroht. Und man darf mit seinem Schwein einfach nicht vor die Haustür gehen. Das ist nun mal so. Also man muss einen doppelt gesicherten Auslauf für die haben. Wenn man nun mal einen großen Garten hat und da die Haltung von Schweinen vom Veterinäramt erlaubt ist, dann ist das alles schön und gut. Dann kann man das ja alles zu Hause bauen. Gibt es ja auch genug Leute, die das machen.
Aber irgendwie so die Idee zu Hause in einer Wohnung und dann mit Katzenklo oder sowas Verrücktes, das ist völlige Tierquälerei. Also da können wir ja wirklich nur noch mal einen Appell auch aussprechen, sich ein Tier zuzulegen, sollte man niemals aus Trendgründen machen und man sollte immer schauen, das Tierwohl einfach da an erste Stelle stellen. Genau. Das finde ich ja schon irgendwo erschreckend, dass Menschen jetzt auf die Idee kommen, sich ein kleines Hausschwein zuzulegen. Ja. Wahnsinn. Ja, dann würde ich sagen, wir stehen hier vor dem Hundehaus Balu. Und ich würde sagen, da schauen wir doch auch noch mal gerade kurz rein. Genau, gehen wir mal direkt rein. So, vielleicht stellst du ja einmal kurz die Mitbewohner auch vor. Na klar, also im Moment leben hier nur 3 Hunde. Wir können maximal 5 aufnehmen. Im Moment leben hier 3. Wir möchten im Moment aber auch nicht mehr Hunde aufnehmen, weil eine unserer Hündin, Anna, sie läuft da gerade draußen rum. Anna ist schwer demenzkrank und es hat in der Vergangenheit mit anderen Hunden immer stark zu Komplikationen geführt. Also sie wurde schon 2-mal ganz böse gebissen, sodass wir gesagt haben, okay, solange Anna lebt, wir hoffen, dass sie uns noch lange erhalten bleibt, werden wir keine weiteren Hunde aufnehmen, weil Anna in ihrer Körpersprache für andere Hunde einfach so missverständlich ist, dass sie sich einfach in Lebensgefahr begibt. Hm. Also im Moment haben wir diese 3 Hunde und es ist sehr, sehr harmonisch, es klappt alles sehr gut. Die kommen alle 3 ursprünglich aus dem Tierheim Bielefeld, hatten kaum eine Vermittlungschance aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben sie dann aufgenommen. Ne? Das hier ist zum Beispiel Jaffa. Jaffa wohnt am allerlängsten von den 3 hier. Jaffa kommt ursprünglich aus Polen, war Straßenhund, ist dann nach Bielefeld gekommen, hat sich dann, war ein grimmiger alter Mann und hat ein bisschen gebissen. Wie man sieht, davon ist nichts mehr übrig. Jaffa ist ein wirklicher Schatz geworden und fühlt sich hier total wohl und genießt das Rentnerdasein. Ja. Dann Sina, komm mal her. Dann Sina. Das hier ist Sina. Sina ist hier als letztes eingezogen. Ne, Mäuschen? Sina kommt auch ursprünglich aus dem Tierheim Bielefeld und hat vorher in unserer unmittelbaren Nachbarschaft gelebt. Komm mal her. Komm mal her. Also war sozusagen ein Nachbarshund von uns. Deswegen lag es irgendwie sehr nah, dass wir uns auch um Sina dann kümmern, als ihr Herrchen verstorben ist. So. Und so ist Sina zu uns gekommen und die fühlt sich hier ganz wohl, genießt hier die Freiheit auf dem Hof und tobt hier richtig viel rum, hat aber auch einige gesundheitliche Baustellen, also mit der sind wir nahezu wöchentlich beim Tierarzt, aber im Moment berappelt sie sich ganz gut. Ja. Ja, super, Dankeschön für die kleine Vorstellungsrunde. Ich hoffe, man hat hier einen kleinen Eindruck gekriegt, wie toll die 3 es auch hier haben. Ich glaube, da sehen so manche WG-Buden schlimmer aus. Und also meine früher auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ihr so einen kleinen Einblick hier mal gewinnen konntet ins Dorf Sentane. Wir verlinken natürlich auch die Homepage und die Social-Media-Kanäle und würden uns natürlich total freuen, wenn ihr auch diesen Aufruf wahrnehmt und dieses tolle Projekt unterstützt. Denn dann wird das Dorf hier noch in der Lage sein, noch viel, viel mehr Tiere aufzunehmen und denen hier ein schönes Leben zu ermöglichen. In dem Sinne, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und bis bald. Sehr ciao. Gerne. Tschüss. So, ich bin immer noch im Dorf Sentana und wollte euch noch einen Bewohner vorstellen. Und zwar ist das hier der Hansi. Und von Hansi wurde mir gerade auch eine ganz bewegte Lebensgeschichte erzählt. Und da wollte ich euch doch jetzt einfach mal fragen, habt ihr Interesse daran, dass ich hier nochmal hinkomme und dass wir hier ein paar Bewohner, tierische Bewohner, noch etwas besser kennenlernen und einfach mal erfahren, einfach deren Lebensgeschichte erfahren und lernen, wie die Tiere überhaupt hier gelandet sind. Wenn ihr mehr über den Hansi erfahren wollt, dann schreibt uns das doch mal in die Kommentare oder schreibt uns direkt, so wissen wir dann, dass wir hier nochmal vorbeikommen sollen.